Minnerig aus Koma erwacht. Philipp Minnerig, im Juli in Mannheim schwer gestürzter Jockey, ist aus dem Koma erwacht. Aus der Spezialklinik in Hannover, in der er sich zuletzt befand, wurde der 45-Jährige inzwischen in eine auf seine Verletzungen ausgerichtete Reha-Klinik nach Köln verlegt. Gruppe 1 Start von Durance. Die Ebbesloherin Durance versucht sich am Sonntag im Prix Jean Romanet in Deauville. In dem Gruppe 1 Rennen über 2000 Meter für vierjährige und ältere Stuten hat es die Champs-Élysées-Tochter aus dem Stall von Trainer Peter Schirgen mit 11 Gegnerinnen zu tun. Im Sattel der zweifachen Gruppesiegerin wird Stalljockey Lucas Delusier sitzen. Saisonauftakt in Saarbrücken. Wegen der Corona-Auswirkungen etwas verspätet, startet der Rennclub Saarbrücken-Güdingen am kommenden Freitag in die Saison. 6 Rennen werden auf der Bahn an der deutsch-französischen Grenze ausgetragen. 1000 Personen dürfen bei der Veranstaltung anwesend sein.